Also vielleicht an alle Content-Creator da draußen, und das wäre jetzt mein Appell an euch, vielleicht kriegen wir das ja hin, als Großes und Ganzes hart zu racen, aber nicht jeden mit Titeln voll zu werfen, die, ich sag mal so, nicht sehr hilfreich sind und die schon so ein bisschen auch unter die Gürtellinie gehen. Moin, moin, Leute, ich bin's, Jansky, wo ist Blätten? Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge drei Blätten auf Spielwerkstatt im Wesen. So langsam. Der Agent wird zugeparkt. Bruder! Und Niklas, der hat bei Team Mietrum mit. Alter. Hey, Digga, ist der dumm. Kleiner Disclaimer, meine Damen und Herren, muss ja gleich vorweg sein. Dieses Video dient der Unterhaltung und ausschließlich der Unterhaltung. Hier geht es nicht darum, sich über Beteiligte lustig zu machen, denn am Ende des Tages fahre auch ich nicht besser und bin auch einfach nur ein Scheißidiot. Um das jedes Mal zu symbolisieren, wenn es wirklich grenzwertig wird und sehr viel Sarkasmus und Ironie involviert ist, kommt die Content-Nase. Und mit der Content-Nase entziehe ich mich aus der Verantwortung für die Sachen, die aus meinem Mund rauskommen. Hallo Blätten, ich bin's, dein Kollege Dizzy. Komm doch mal in Oval und versuche auf Englando sowas in den Voice-Chat zu sagen. Und sag mir bitte vorher Bescheid, weil ich gerne den Stream dazu sehen möchte, wenn du das machst. Ich wünsche dir dabei eine unglaublich fantastische Erfahrung im Oval, wenn du sowas zu jemandem sagst. Das wird großartig, weil das nämlich dein letztes Mal war, dass du sowas sagen wirst. Weil da fahren in der Regel so in einem Split 30 Leute mit, 29 Leute werden dir schon erzählen, was du von der Kackbratze bist. Over and out. Ach du Scheiße davor. Halte doch deine Bremse, Bruder, bitte. Och, halte doch deine Bremse. Warum? Ach, geht auf die Bremse. Wir versuchen da vorne jetzt dran zu bleiben, weil der zweite fährt ziemlich aggressiv. Da wird noch was passieren, schätze ich mal. Oh, oh, ich auch. Ich auch, mit dir aber auch. Mit dir auch gleich. Nennt mich bitte die Content-Nase des Jahrtausends. Ich hab sowas einfach ein Gefühl, wenn sowas passiert. Ah ja. Wow, Alter. Scheiße. Da konnte ich ja gar nichts mehr eben machen. Leck dich am Arsch. Digga, wie kann man denn so dämlich sein? Also. Ich erspare mir jetzt mal die Analyse, weil heute ist der Tag von Jutke Dizzy und ich hebe mir meine Analysefähigkeiten für diese Aufnahme von Jutke Dizzy auf. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Okay? Mehr? Ich möchte dazu wirklich nicht mehr sagen. Ich denke, Blätten wird im Nachgang festgestellt haben, dass das eventuell nicht so clever war. Ich habe noch nie sowas Dummes gesehen in meinem Leben, Alter. Blätten! Sage mal, wo kommt denn hier der Tilt her? Früher hast du mal gelacht. Scheiße. Oh Gott. Oh, hey, Razor. Wo sind die? Hello there. Da. Oh Gott, ich hab die fliegen sehen, aber ich konnte nichts machen, Alter. Ja. Och nee, was ist denn hier schon wieder los? Mir fällt gerade ein, Jansky hat ja von der letzten Woche das Video auf Spielberg gemacht. Das heißt ja, in der Theorie, da wir vor zwei Tagen den 2.9. die Sitzung hatten für Jutke Dizzy, könnte es eventuell sein, dass sehr viel Spielberg in diesen Videos enthalten ist. Und Spielberg hat ja zwei so richtig gute Turns. Ob dort eventuell sehr viele Pausen ausgesprochen wurden, das ist eine sehr gute Frage. Huh. Mir fällt übrigens gerade auf, Paul, das ist für dich. Das magst du ja immer so richtig gerne in den Videos und in den Aufnahmen, dass der Ventilator direkt ins Mikrofon reinpustet. Bitte, Paul. Mm. Das ist so erfrischend, Paul, im Gesicht. Du kannst dir das wirklich nicht vorstellen, wie schön das ist, gerade so eine frische Brise durch die Haare zu haben. War das jetzt mein Ding? Ich habe gar nicht gesehen, dass jemand da ist. Ja. Komm! Mann, du setzt dich genau vor mich und dann drückst du in die. Ich sehe da noch eine saftige Dive von dem Ford an den Macker. Da ist die Dive. Ja,
Ich will nicht sagen, dass ich der Content Master bin, ne? Aber ich weiß einfach Bescheid. Nukat-Schnitte. Nukat-Schnitte, du Vollidiot! Komplett entsorgt, Junge. Immerhin noch mit Dings dahin. Tschüss! Warum ist das denn langsam? Lustig. Oh ja, klar. Natürlich komme ich nochmal rechtzeitig. Ja, hallo! Junge, was stimmt mit dir nicht? Ja, perfekt, Alter. Also ich möchte, wir sind jetzt bei 2 Minuten 51, okay? Ich möchte kurz über meine eigene Erfahrung im Racing sprechen. Weil mir ja relativ häufig mitgegeben wird, dass solche Reaction-Videos keinen Mehrwert haben. Und ich möchte meinen Mehrwert dazu beitragen. Den Planet Erde bewohne ich seit 39 Jahren. Und in meinen 39 Jahren habe ich gelernt, dass man relativ häufig, also zu 99,9%, immer erstmal so machen sollte. Was bedeutet, und das habe ich auch auf die sehr harte Tour gelernt im Racing, dass in den meisten Fällen man selber für die Dinge, die dort passieren, zu gewissen Teilen Schuld hat. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, dass mir jemand in die Karre reinrammelt und mich von der Strecke schiebt, gibt es in den meisten Fällen, wenn man sich das im Nachgang nochmal anguckt, eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Und man ist auch der einzige Mensch, der an dieser Situation etwas ändern kann. Mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, ist oft, und das war bei mir früher so, und deswegen sage ich das für mich, ist es angenehmer, erstmal den Fehler bei sich selber zu suchen und nicht bei den anderen. Und leider Gottes, und das möchte ich jetzt hier ganz kurz mal sagen, und ich möchte damit niemanden angreifen, dass das wirklich klar ist, man merkt in den aktuellen Jansky-Videos, dass Leute sehr, sehr unzufrieden sind und die Gemüter sehr schnell hochkochen. Und das nicht nur bei einem, sondern bei vielen. Und was dazu führt ist, dass, und das finde ich immer ein bisschen schade, dass das gemeinsame Miteinander auf der Strecke immer ekliger wird. Und wir regen uns mittlerweile, also in den Videos wird sich darüber aufgeregt, wenn man sich mal ein bisschen an der Tür reibt. Es ist natürlich in dem Moment ein bisschen doof, klar, aber es ist halt Kontaktsport. Es ist halt einfach Kontaktsport, wo das passiert, dass Leute sich gegenseitig mal ein bisschen anrangeln und ein bisschen lieb haben. Und am Ende möchte ich für mich selber, was ich gelernt habe, für mich, es ist viel, viel angenehmer für dich selber und deine Rennqualität, solche Dinge im Stream als auch offstream einfach unkommentiert zu lassen. Weil wenn du dich aufregst, verlierst du den Fokus für das eigentliche Rennen und dann hast du auch nichts gewonnen. Und am Ende ist mal liften oder jemanden mal durchlassen mehr wert, als dagegen zu halten. Weil die Leute, ist meine Erfahrung, die dort reinhalten und auf Biegen und Brechen und Ach und Krach nach vorne wollen, schießen sich meistens eh selber wieder ab. Also vielleicht an alle Content-Creator da draußen, und das wäre jetzt mein Appell an euch, vielleicht kriegen wir das ja hin, als Großes und Ganzes hart zu racen, aber nicht jeden mit Titeln voll zu werfen, die, ich sag mal so, nicht sehr hilfreich sind und die schon so ein bisschen auch unter die Gürtellinie gehen. Weil am Ende wissen wir auch nicht, was mit dem auf der anderen Seite los ist. Und auch wenn wir das nicht wollen oder einige Content-Creator das nicht möchten, wir haben halt auch irgendwo eine Vorbildsfunktion. Das heißt nicht, dass man keinen Spaß haben kann oder dass man nicht solche Dinge über andere Leute sagen kann, weil ich kann zum Beispiel das zu Andreas sagen oder zu meinen Kumpels, aber vielleicht sollten wir das nicht zu jedem sagen. Und weil das jetzt gerade auch im Chat steht, möchte ich das mit aufgreifen. Hast du nicht letztens noch gesagt, ich mag Lubo? Yes, ich mag Lubo, den Menschen Lubo. Und so wie der Typ tickt, aber was er auf der Rennstrecke macht und wie er sich verhält in diesen Compilations, feiere ich auch nicht. Und das weiß Lubo auch. Das habe ich Lubo schon gesagt, keine Sorge. Das heißt aber, bedeutet ja nicht für mich, dass ich den Menschen nicht mag. Wenn ich mir jetzt Jansky-Videos ansehe, und Blätten hat halt vielleicht gerade eine schwierige Zeit und vielleicht weiß er gerade nicht, was er machen soll oder ist frustriert von dem Fahren, heißt das nicht, dass ich Blätten jetzt nicht mag, weil er solche Sachen sagt, sondern für mich ist Blätten immer noch Blätten. Ich feiere Blätten. Ich feiere Blätten trotzdem. Und für mich gibt es nicht schwarz und weiß,
sondern für mich gibt es das, was da im Moment passiert und den Menschen dahinter. Weil Menschen sind ja viel komplexer als drei Clips, die man von denen sieht. Gucken wir weiter. Clear on the right. Gott, oh Gott. Ja, genau. Och, Digga. Jo. Es sind auch immer dieselben Kurven und immer... Sollten wir Spielberg vielleicht auch noch mit auf die Liste nehmen, Turn 1 und Turn 2? Das wäre doch fantastisch. Dann haben wir Monza Turn 1, dann haben wir Spa mittlerweile. Spielberg können wir noch dazu zählen. Nürburgring Turn 1, also die Liste für Turn 1. Oh, Kialami habe ich ganz vergessen. Die können wir alle noch mit dazu nehmen. Irgendwann, ich erinnere mich noch an einen sehr guten YouTube-Kommentar. Schöne Grüße gehen raus an dich. Also wenn wir das so machen, wie Dizzy das immer sagt, mit den Turn 1, dann fahren wir ja irgendwann einfach gar nicht mehr Rennen. Ja, das ist richtig. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt, wo du es gesagt hast, kommt mir das gerade wieder in die Erinnerung. Oder vor meinem geistigen Auge poppt das wieder auf. Wir werden wahrscheinlich wirklich irgendwann nichts mehr fahren. Stimmt, Imola Turn 1 können wir ja auch noch mitnehmen. Ha! Wir haben bald einen 10er voll. Na, zum Glück gibt es mehr als 10 Strecken. Oh! Ja, perfekt, Digga. Da, Axel wird mein letzter. Cool. Oh, nicht schon wieder. Och ja, Mann. Ich glaube, wir verstehen. Es ist nimmer normal, Mann. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Alles tot. Wir waren 3 wide. Und dann wurde ich einfach nach rechts in die Wand gesendet und dann hatte ich keine Kontrolle mehr über das Auto und konnte halt nicht mehr bremsen. Ah, ach so, ja, perfekt, Rennen ist vorbei. Oh, Rennen ist over, perfekt, scheiß drauf. Schritt vergessen. Ich habe keinen Schritt mehr, ich konnte die Strafe nicht mehr nicht absitzen. Lul. Was für ein Schiff, Marco? Oh, no. Warte. Ich sehe es gerade, ich zeig um 8. Oh, nee, direkt schade. Hoch. Noah, direkt hoch. So ein Ding will ich. Junge, es war voll mies knapp mit Boxerfenster. Ist erst aufgegangen, wo du in die Box reingefahren bist. Perfekt, es hat nicht gegolten. Ja. Das ist mein. Man darf niemals vor dem Boxending reinfahren. Wie hat nicht gegolten? Ich wusste das, aber. Oh, hey, ich hab ja darauf geachtet. Oh, nein. Right side. Oh, das tut mir so leid. Hold your line. Naja, kämpft ihr zweimal da vorne schön, dann kann ich bis... Oh, da gab's Kontakt und es gab nochmal Kontakt. Oh! oh, Alter. Zum Glück hast du währenddessen noch aufgehört, sonst hätte Karma dich geholt. Ich sag's euch, wie es ist. Beim Rennfahren, da ist Karma immer dabei. Glaubt mir einfach. Karma ist immer da. The guy in front is Alexander. Bruder! Junge, fahr! Alter, fahr! Ja, was soll er machen? Wo soll er denn hin? Oh! Entschuldigung, ich muss mich erstmal in die richtige Position begeben, dass ich das auch richtig gucken kann hier von Niklas Huben. Von oben runter und dann nach vorne. Ja, Niklas, das fühle ich. E-Sportler wieder, weißt du, mit der Kamera hier auf der Dings hier. Übrigens, weil das letztens gerade gefragt wurde, also auch in den Kommentaren und sich Menschen darüber doch leicht echauffierten und lustig gemacht haben, dass sie das ein bisschen affig finden. Freunde der Sonne, ich möchte hier ganz kurz mal für Niklas Huben als auch Krodonas, weil bei den beiden sieht man das immer, eine Lanze brechen. Die Motorhaubenansicht beziehungsweise so weit vorne fahren die E-Sportler, damit die den Apex besser sehen. Das heißt, wenn die halt reinfahren, dass sie sehr gut rauskommen. Und da kann man den Leuten jetzt das nicht wirklich vorhalten, weil die fahren halt für Zaster und die müssen das Maximalste rausholen. Und wenn das bedeutet, dass sie nach vorne rücken, einfach nur um ein bisschen mehr nach unten zu gucken, dann ist dem so. Weil es ist ja nicht verboten, nicht? Es gibt ja keine FOV-Polizei irgendwo. Also, Niklas, auch wenn ich meine Späße darüber mache, ich habe dafür absolut vollstes Verständnis. Weil wenn ich um so viel Zaster fahren würde, pui, damit kommst du mir jetzt. Das hätte ich mir zum 24er sagen sollen. Du. Ich sag mal so, ich habe die geilsten Cuts auf Kota gemacht. Also ich bin
Also ich habe auf Kota eine Slowdown eingefahren. Und das ist, ja, davon gibt es Clips, aber leider in keiner Compilation. Vielleicht haben wir es ja in eine Compilation geschafft. Vielleicht. Weil das war schon gut. Das war schon picobello. Also Racecraft over 9000. Mann. Er will halt nach der Rechtskurve rechts vorbei. Ich auch. Und wir fahren beide nach rechts. Ach, Mann. Klassiker. Ja, wie kann man so nicht sein? Ist kein Tree Wild. Er tut's. Mann, wie kann man denn so blöd sein, ehrlich? Das kann ich verstehen. Da wäre ich auch traurig. Schön war es nicht. Fühle ich. Da wäre ich auch traurig. Ich glaube, also ich persönlich, aber ich fahre auch nicht so weit vorne. Ich hätte, glaube ich, mehr gebremst und hätte die da beide machen lassen. Hätte ich mir in die Hose gekackt, wäre das passiert. Er ist im Apex. Im Apex ist er schon, gibt er nicht Gas, weil er nach rechts will. Nein, 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 nein. Ja, die Karre ist Kernschrott. Oh, und Wolfsingham auch. Ich liebe dich, ich habe mich eingeschissen. Na du, wir stehen jetzt mal 2 Minuten 25. Alter! Alter, was ist ui. Knapp. Auch hin. Car on the left. Ja. Ja. Wendliche Geräusche mit Hendrik Kammer. Jansky hat auch schon einen ganzen Ordner, du. Ja. Ja. Hey, warum green? Oh oh. Hallo? 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 Hä? Hallo, hört ihr mich? Ich hab Feedback auf. Fuck, what the fuck? Ja, ich glaub, das ist egal, der ganze Server ist kaputt gegangen. Fahr weiter, fahr weiter. Hä, lol. Noch nie gehabt. Erstmal was essen. Das ist schon anscheinend vor allen. Wie Schrott ist das? Hast du gerade gegessen? Ha, ja. Ist kein Auto, was irgendwie Faxen gemacht hat. Empfandorf-Fahrer? Ich glaube nicht. Einfach komplett entsorgt, Junge. Heidewitzka. Ist das verloren. Genau wie dieser Bremsfunk. Das war mega knapp. Okay. Ich hab uns schon alle in der Wand gesehen. So, Jansky, mach mal bitte den Einspieler. Oh, ich habe mich eingeschissen. Oh mein Gott. Oh Alter. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das knallt. Der Wahnsinn, er kommt vorbei, oder? Nein. Scheiße, ich wollte gar nicht verteidigen. Soll ich vorbeilassen? Komm, wir machen das jetzt. Komm jetzt. Jetzt! Jetzt! Ja! Ja, ja, ich. Nein! Oh, ich. War eine Top-Idee, würde ich sagen. Ey! Bro, das ist, nee, jetzt, nee. Nicht, das ist jetzt nicht passiert, Marco, oder? Marco, ich hab doch gesagt, lass dir nicht vorbei. Bro, ich wollte einfach nur nett sein, Mann. Das wird bestraft. Nie wieder nett sein. Junge, ausgemacht war das ich eigentlich da. Warum rejoint mein Sohn? Da ist doch extra Notausgang. Ich weiß gar nicht bei so vielen Clips, was ich da sagen soll. Ich hab da so viele, aber ich. Also. Nein, ich roll. Ah, scheiße, Digga. RIP. Das ist jetzt richtig Arsch gelaufen. Das Post hier ist? Gottes Willen. Bye, have a great time. Hat er dann schon so ein Gefühl. Bye, have a great time. Oh Mann, ey. Wild. Das Ding war auch ein bisschen gesponnen. Da haben wir gerade noch gedacht, so fahr den bitte nicht hinten rein vor, der ist nicht schlau. Ja. Oh, ich hoffe, der hatte sein Force Feedback nicht an.
Obwohl, wird er, na klar, hat er das an, aber nicht so doll. Ai, 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 ai. Das hat gescheppert, Junge.